Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Secret of Evermore, dem coolsten Spiel der Welt. Und wir befinden uns hier immer noch im Elend. Wo bin ich denn jetzt? Gut. Das war auf jeden Fall toll. Hier kann man irgendwie nicht weiter. Nach oben müssen wir erst das Vieh besiegen. Ich schätze, dass ich das heute auch erst machen muss. Hoffen wir einfach mal. Hören wir das jetzt? In aller Ruhe, ne? Wir haben ja Zeit. Wieso hat das jetzt kein bisschen getroffen? Dass das nicht getroffen hat, kann ich eventuell einsehen. Aber genauso gut hätte das halt auch nicht treffen dürfen. Nice. Diese Dinger, ne? Diese Dinger, die haben eigentlich nur einen Zweck, mich zu nerven. Ich meine, die schaden nicht. Sie sind nur dafür da, zu stören. Das ist halt wirklich alles. Und das macht mich sauer. Liebster Freund. Wir gucken jetzt mal wieder oben. Hier gibt es keinen Weg nach unten. Das ist interessant. Hier ist wieder so ein schönes Ding. Toll. Ganz, 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 ganz toll. Okay, macht auch 100, wenn ich da normal drauf schlage. Kann ich mir fast gönnen, ne? Würde ich fast sagen. Wenn Spielberg das halt, wie gesagt, sowieso alleine erledigt. 450.000 Stück wieder bekommen. Das Problem, das ich hier gerade sehe, ist, ich laufe eventuell im Kreis. Kann das sein? Ist dies möglich? A1. Ja, hier haben wir doch angefangen, oder? Haben wir hier nicht angefangen? Ja, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir scheiß bekannt vor. Nice. Wir sind halt wirklich einmal im Kreis gelaufen. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. Ist halt wirklich. Es ist ganz interessant, dass ich die manchmal besiegen muss. Und dann wiederum nicht. Weil, ja, durch manche Wege kommt man nicht durch. Wenn man das so macht. Wir können halt eigentlich auch mal, wenn ich jetzt sowieso so kämpfe, kann ich es mal versuchen mit dem Laserschwert. Was das so an Damage bringt. Alter, das bringt richtig viel, oder? Sehe ich das richtig? Vor allen Dingen sehe ich richtig, dass ich ziemlich, ziemlich, ziemlich viel abkriege. Sind wir denn hier schon mal nach rechts gegangen? Das ist doch jetzt die Frage. Bin ich damals direkt nach unten? Was ist denn A2? A2 ist das, wo ich den... Nee, wo ich nicht den Code bekommen habe, aber wo man sich mit Stuff eindecken konnte. Okay. Hier waren wir also definitiv schon mal. Es tut mir jetzt schon an dieser Stelle schrecklich leid. Aber ich werde hier das Ganze schon so durcheinander, wie es gerade ist, werde ich es halt machen. Da ist halt das Inn. Auch ganz nett. Und da käme ich wieder zurück. Mhm. Ich will aber mal... Ich will jetzt aber lieber über den normalen Weg gehen. Um hier nicht komplett durcheinander zu kommen. Ja. So, uns das ein bisschen merken, wo wir waren. Was wir zu tun haben. Ich hätte mir den Code nochmal geben lassen können, ne? Der war ja rot, rot, blau. Wenn mich nicht alles... Minimales täuscht, war das so. Okay, da kann ich nicht hin. Hier komme ich doch jetzt wieder zu den Typen mit den Codes, oder? Ja. Yep. Da komme ich hin, da kann ich mir den noch einmal kurz geben lassen, sicherheitshalber. Terminiert, bla bla, laber mich noch nicht fett. Was? Blau, blau, rot. Genau, andersrum. Also blau, blau, rot, okay. BBR, ein bisschen merken. Ich würde halt ganz gerne in diesem Part dann auch die Stelle finden, wo ich das eingeben kann. Wäre mir schon sehr recht. Hier runter hatten wir gesagt. C2. Okay, ich meine, wenn ich am Part anfange... Was ist das hier? Was ist das? Was auch immer das ist, ich habe es jetzt angemacht. Naja. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber es ist an.
kann nicht schaden. Vielleicht schadet es doch. Ja, aber... Warte mal. Ist hier jetzt kein Weg mehr nach unten? Hm. So oder so. So oder so. Wir gehen mal nach da. Schön, dass ich hier wieder keine Probleme habe und einfach durchgehen kann. Wow. Sado, Sie müssen aufhören, so viel Damage zu fressen. Tut mir ja leid, aber... Da kann ich ja bald nicht mehr gegen anhealen. Wenn du so weitermachst. Wie viel habe ich noch? Okay, ich habe es noch 91 Mal. Ja, gut. Eventuell können wir da noch ein bisschen gegen an. Jetzt sind wir in C1. Alles klar. Dann schauen wir mal, was C1 ist. Das ist wieder das hier. Wieder gehe ich automatisch zurück. Ich will gar nicht automatisch zurück. Ich würde jetzt gerne mal wissen... Ganz kurz möchte ich doch mal wissen, was C1 so kann. Dann ich vielleicht doch irgendwo hinkommen kann. Nur was bringt. Hier sind sehr heiße Stellen. Ich schätze mal, durch die super heißen Stellen soll man nicht gehen, oder? Wirkt zumindest so, ne? Wirkt zumindest so. Hey, hier bin ich durchgekommen. Und hier gibt es effektiv nichts außer neuen Weg und Lampenschirm. Was? Ein Lampenschirm. Okay. Das macht meine Verwirrung nicht kleiner. Wir kommen in D1. Nach dort geht es nicht. Oh, wir haben wieder einen davon. Juhu. Auf die habe ich Bock. Die habe ich richtig, richtig Bock. Klar, sie kriegen viel Damage. Halten somit ordentlich... sind ja recht schnell down. Okay, hier muss der Hund wieder was machen. Vorher kommen wir da nicht weiter, aber das ist vielleicht auch ein Zeichen. Etwa sollst du da nicht rein, ne? Nehmen wir das als Zeichen. Zeichen für, hier geht's gleich sofort weiter. Alles richtig gemacht. Oh, der Vesado hält mittlerweile 300 aus. What the fuck, das ist ja... Naja, super. Komm schon, jetzt geh down. Hab Erbarm, hab Gnade! Und zeigen Sie Gnade, Spiel. Ich will nicht mehr. Danke. Das ist halt schon eine nervige Stelle. Wieder reinkommen. Nervt auch kaum. Gut, wir sind wieder in D2. Nach unten können wir nicht. Hier können wir den Weg erstmal öffnen. Juhu. Mal was Neues. Ja, ich muss sagen... So, das Ende jetzt hier. Das ist ja das letzte Kapitel, in dem wir uns sozusagen befinden. Ist bis jetzt nicht ganz so geil. Ja, der Hund ist ein Robotoaster. Ne? Das hat mich schon umgehauen. Ich erinnere mich halt auch noch dran, wie in irgendeiner Zeitschrift mal ein Bild halt von dem Evermore-Jungen mit diesem Robotoaster in 3D war. Das sah ziemlich beeindruckend aus. War vielleicht für mich auch damals ein Grund. Alter. War für mich vielleicht auch damals ein Grund, mir das Spiel zu kaufen, tatsächlich. Kann durchaus sein, dass ich mich davon habe verleiten lassen. Wäre mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen unangenehm, aber ja. Eventuell. So, sind wir jetzt in den Raum, wo ich hin möchte? Ja! Na, endlich. Erstmal den Code. Kontrollzentrum. Der Code ist dreifarbiger Sicherheitscode. Rot. Rot, blau. Oder? RRB gesagt, ne? Habe ich BBR gesagt? Wird schon stimmen. Treibhaus. Treibhausbeleuchtung muss ausbleiben. Kurz Kontrolle ist jetzt auch aus. Treibhaus. Aus. Okay. Das ist wichtig. Das ist super wichtig sogar. Lagerhalle kann eingeschaltet werden, wenn mich nicht alles täuscht. So. Das sind super wichtige Sachen. Hier hinter befindet sich ein geheimer Gegner, für den man den Code nicht bekommt und der immer anders ist.
Und da könnte man jetzt hier halt 5 Stunden rumprobieren, um an diesen Gegner ranzukommen. Oder man macht es wie ich und lässt es. Buh, Vesado, buh. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber... Tut mir leid, aber... Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Und ich will mit meinem Tag noch was anderes anfangen, als 8 Milliarden Codes einzugeben, bis die Tür dann mal aufgeht. Nö. Einfach nein. Wie wir den racken, ne? Wie wir den racken. Es ist ein Traum. 1000 Kreditkarten. Hier musst du halt wieder öffnen. Ja. Hilf nicht, Zundi, ne? Müssen wir machen. Wenn ich nicht so oft daneben schießen würde. Ja, das waren 2 Treffer. Sehr nice. War wieder kein Treffer. Ebenfalls sehr nice. War halt auch nicht so gut. Geht so vielleicht noch schneller? Einfach gar nicht die 100% abwarten, sondern einfach... Ich glaube? Doch. Doch, ich glaube, das ist vielleicht sogar besser. Geht einen Takt schneller. Von daher eine Idee. So, D4. Was befindet sich unten in D4? Ja, das ist die nächste große Frage. Wir sind in... Sind wir in der Lagerhalle? Wir sehen zumindest Vulgors. Und wir sehen dumme Gegner. Ah, okay, die sind alle easy. Hier können wir auf jeden Fall jede Menge Stuff bekommen. Wie zum Beispiel den Karma-Ring oder Plasma-Raketen, was für unsere Bazooka da ist. Mondsteine, aber... Ich bin halt direkt schon mal... Was haben wir denn jetzt bekommen? Den Plasma-Ring, ne? Karma-Ring haben wir bekommen. Geht auf 101. Dann stellt sich wieder die Frage, wofür habe ich überhaupt diesen Stuff vorher gekauft? Die Frage muss man sich an dieser Stelle stellen. Und ja, für nichts. Offenkundig. Donnergranaten, noch mehr für unsere Bazooka. Ich werde halt versuchen... Wäre versuchen, das alles für den letzten Boss zu benutzen, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung, wie schwer der wird. Hier mal Trockeneis. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo man Trockeneis im Spiel findet. Den brauchen wir später noch für einen Zauber. Mit dem wir Zauberperlen herstellen können, tatsächlich. Ja, wir werden noch einmal Zauberperlen herstellen. Selbstständig. Das wird cool. Unheimlich cool. So, das war dann aber wohl vermutlich alles hier. Naja. Er ist jetzt überstreiten, ob sich das lohnt, aber... Für 4 Zauberperlen, ne, die ich halt auch zur Not bei irgendeinem Boss verwenden könnte. Er hat schon nicht komplett verkehrt. Und nach unten können wir nicht, wir können nur nach oben. Wir müssen wie immer... vorher Platz machen. Geil. Einfach schießen. Einfach schießen. Wenn das nicht wäre, ne? Wenn er mich nicht so nach hinten pushen würde die ganze Zeit. Dann wäre es halt auch geiler. So, pass auf, bam. Und? Passt schon easy. Und ich höre auch schon wieder das Scheißvieh. Ich höre auch schon wieder das Scheißvieh. Kann mir doch keiner erzählen. Hast doch gehört. C4, aber an C4 waren wir... Waren wir nicht schon bei C4? Ne, scheinbar nicht. Okay, nice. Das hier ist die Stelle, wo wir den Alarm ausgeschaltet haben. Dachte ich zumindest. Sehr gut. So viel zu dem Thema. Das ist jetzt enttäuschend. Alter. Ich bin schockiert. So sollte es halt nicht sein, ne? So sollte es halt nicht laufen. Lass mich raten, 6 Stück davon? Okay, der Alarm läuft immer noch. Ja, da kommen die nächsten. Och, nö.
Och nö. Das war doch rot, rot, blau, oder nicht? Ich habe mich halt auch schon gewundert, dass da nicht irgendwie... nicht wenigstens mal eine Meldung kam, von wegen, yo, hat funktioniert. Oder so, ne? Das fand ich halt auch komisch. Aber ich dachte, ja, mein Gott, dann... dann eben nicht, ne? Habe ich mir gedacht. Kann mal passieren. Na gut, okay. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil... also so stark sind die jetzt auch nicht. Zumindest im aktuellen Modus. Das Einzige, was nervt, ist der Hintergrund. Bams. Nice. Und beiden einfach mal locker weggefickt. Aber... gehen die halt easy zurück. So. Easy, habe ich gesagt. Ja, weißt du was? Weißt du was? Hör ich mir jetzt mal. Nimm das, Kollege. Ich wusste, dass es reicht. So, irgendwas Tolles kriegen wir dafür bestimmt am Ende des Tages, sodass man doch sagen kann, das hat sich gelohnt. Wir haben halt ein paar mehr Erfahrungspunkte, die wir normalerweise nicht gekriegt hätten. Dementsprechend, ja. Ist doch alles cool. Und wir haben eine Titanium-Weste bekommen, die hoffentlich ziemlich stark ist. Das bist wahrscheinlich du. Auf 124, die Abwehr. Ja, nice. Okay, das ist doch perfekt. Wir kommen halt auch in einen neuen Bereich hoch. B4 an dieser Stelle. Auch super. Oh, guck mal, hier kommen wir nicht weiter. Super. Da darf der Hund wieder machen. Und hast du da noch Bock zu? Nee, ne? Ich kann es... kann ich halt nachvollziehen, dass du da keinen Bock zu hast. Ach ja. Wow, 440. Perfekt. Oh, von der anderen Seite. Ja, mach ruhig von der... mein Gott! Ich werd wahnsinnig! Jetzt... treib mich doch nicht in den Wahnsinn. Wirklich, im Ernst jetzt. Das ist die bullshittigste Bullshit-Scheiße, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Gott. Wer hielt das für eine gute Idee? Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss. Und wenn man so ein Spiel spielt, immer wieder die Frage, wer hielt das für eine gute Idee? Wer hat da drin Spielspaß gesehen? Wer ist verantwortlich? Manchmal kann man sich das halt auch wirklich nur fragen. Man denkt sich so, das kann doch keiner gut gefunden. Da kann doch keiner gesessen haben, der gesagt haben, ja, 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 machen wir das so, dass man immer wieder raus muss, die Dinger da besiegen muss. Das wäre doch total super. Ich glaub's halt nicht. So, B3. Ich würde halt schon wieder schwören, dass ich schon mal in B3 war. Es wirkt halt immer so, ne? Aber es klingt halt alles gleich. Nein, wir waren hier nicht. Und jetzt ist hier die Kacke. Das ist halt jetzt richtig ranzig. Denn wir haben gesagt, da soll das Licht aus sein. Zweimal. Ihr wart Zeuge. Das Ding ist jetzt, dadurch... dass das nicht aus ist, haben wir ziemlich die Kacke am Dampfen, denn da sind Viecher drin, die machen One-Hits. Ist halt einfach so. Die machen schlicht und ergreifend den One-Hit. Und ich habe mir natürlich auch nicht gemerkt, wo das jetzt war, ne? Hab ich nicht. Hab ich schlicht und ergreifend nicht. Jetzt muss ich da wieder hin, um das Licht wieder auszuschalten. Ja, und das ist kacke. Wolle erreicht Level 32. Nice. Also wieder zurück. Wir dürfen den ganzen Scheiß suchen. Und natürlich keine Ahnung, wo das war. Ganz tolles Spiel. Ganz großes Kino. Ist halt so das Ding, natürlich, man weiß das ja eigentlich nicht, ne? Sie gehen halt davon aus, du darfst es nicht wissen, dass das Licht da aus ist. Also gehst du auch, machst du das Licht auch definitiv an. Ja. Das Ding ist halt jetzt nur... ich wusste es leider. E4. Ja, wo war das denn? Habe ich mir nicht gemerkt. War es hier? Oder ist hier die... hier war, ja genau, hier war dieser Lagerraum. Vielleicht ist das der Lagerraum.
doch falsch. Wo bin ich denn? Von wo bin ich denn gekommen? Ich weiß es doch nicht. Da kann ich nicht hin. Können wir nur hier. Oh. Dann komme ich da irgendwie dran vorbei. Nein. Du kommst an dem Vieh nicht vorbei. Es ist so. Es ist so lächerlich. Ach ja. Fantastic Fun ist natürlich auch, wird auch in Evermore groß geschrieben. Gibt halt jedes Mal 1000 geile Kreditkarten. Und Spiro erreicht Level 31. Gibt halt wahrscheinlich auch ganz gute Erfahrungspunkte. D3. War da die Stelle zum Eingeben und so Bullshit? Ja. Wundervoll. So. Angeblich ist es jetzt hier an, ne? Habe ich niemals auf angestellt. Niemals. Jetzt auch auf aus. Aus. Ah. Na gut. Na gut, na gut. Wir sagen mal, das ist alles richtig. Alles muss so. Muss ich hier wieder dran vorbei? Ich muss hier wieder dran vorbei. Das kann halt nicht euer Ernst sein. Das tut ihr mir nicht an. Und das Vieh killt mich halt auch fast jedes Mal sofort instant. Oh. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen genervt. Und ich weiß, das ist nicht ganz schön. Aber zu meiner Verteidigung. Ist aber auch jetzt hier eine doofe Stelle, ne? Muss man zu meiner Verteidigung einfach mal sagen. Das Gute ist... Oh. Das Gute ist, wir können einfach durch. Also, ja. Bis auf die Scheiße hier. Ist das soweit in Ordnung? Ja, komm einfach ran. Solange ich da gar nicht richtig reingehe, kann mir halt auch nichts passieren, ne? Ich bin halt auch ein Idiot, dass ich da jedes Mal wirklich voll auf den Mann gehe. 1000 Kristalle, Kreditkarten. Och nö, nicht dein Ernst. Der Hund will da wirklich jetzt erst durch. Oder sind wir hier? Nee, da sind wir nicht durchgegangen. Oh Gott! Kein Erbarmen. Nee, beim besten Willen. Kein Erbarmen vom Spiel gerade. Haben wir auch nicht zu erwarten. Ach, bitte. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Steck es einfach ein wie ein Mann. Geht gedown, danke. Gut. Gut, gut. Dann sollten wir nun... Ich glaube, jetzt kommt schon wieder die Stelle mit dem... Weil der Hund da ist, sich erbarmt, da reinzugehen, kommt die Stelle mit dem Treibhaus. Glaube ich zumindest. War das hier? Da komme ich nicht durch, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich komme ich nicht durch. Wow. Also wirklich. Ernsthaft. Das Spiel ist geil, so an sich, ne? Aber... Es hier... Wenn er dann nicht trifft... Macht's halt echt nicht besser. Wow. Wow. Dankeschön. Okay. Wieder darunter. Komm, komm, Hund. Mach doch. Ich entschuldige mich für diese Stimmung. Aber das ist einfach gerade der Wahnsinn. Kommt mir so, als würden die gerade einen Feldzug gegen mich führen. Hier waren wir. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Wie jetzt? Ich bin wieder hier. Liebe Freunde, im nächsten Part sehen wir uns am Treibhaus. Bis dann und ciao.